Mann, und die wollen jetzt uns angreifen. Da macht keiner mehr mit. Nur noch Hollywoodchen steht da. Na, das sollten wir doch hinkriegen. So, jetzt noch mal eine schöne, entspannte Runde. Jetzt mal runter Richtung B. Farm schön die Punkte. D3 ist momentan wenig los. Kommen wir hiermit an? Ja, was ist denn am besten? Willst du nicht mehr draufkommen? Das sind sie nicht hier, aber ist okay. Oberst fährt von oben ran. Dann nehmen wir die Mitte. Mit 60er Kaliber MG einfach mal nach vorne. Dings hat die noch oben gekriegt. Sehr schön. Ich habe die Kurve nicht gekriegt. Sehr schlecht. Klar. Den muss er vorher haben. Und dann heile ich dich auch. Ja, ist ja gut. Da freut er sich. Ist nur der eine. Leute, wir sind zu viele. Ich würde jetzt hier bleiben, aber ich bin der Fahrer. Genau, denn nämlich einer muss hier bleiben. Der muss schön campen. Den müssen wir nicht haben. Wir haben zwei, du auch? Alle Zeit der Welt. Zwei gegen eins, safe spielen, Jolly. Wir haben alle Zeit der Welt. F drücken. Jetzt müssen wir sogar. Ich muss jetzt ganz schnell bei O2 auftauchen. Lass ihn doch sich. Lass ihn doch da sitzen. Was will er denn machen bei 4 gegen 1? Er muss rauskommen, wenn er irgendwas erreichen will. In seinem Leben. So. Aufhalten, das ist meine Verstärkung. Ja. Mehr Sperrfeuer. Und zack, da campt auch nochmal wieder oben einer. Es ist einfach immer wieder. Einfach campen. Den ganzen lieben langen Tag. Dann kassiert sowas nicht. Ich habe gedacht, ich habe von hinten Deckung, aber hatte ich nicht. Ja. Wenn ich Deckung gegeben hätte, sowas nicht passiert. Zumindest wäre der noch tot gewesen. Weißt? So, volle Bewegung Richtung C2, C3. So, wie sich's anhört, ist hier keiner. Oder macht hier einer den Libero? Wenn, werde ich es exakt jetzt merken. Und hier ist keiner. So, safe in die Ecke setzen. Bop, der Druck ist weg. Dafür fällt O1. Ja, wir können nicht alle Seiten verteidigen. Ich kann jetzt rein theoretisch noch rüberwechseln, noch nach O1 kommen, aber ich werde es nicht mehr schaffen.
Ja, ich versuche noch den Spawn drüben zu kriegen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da noch ankomme. Ich bin ja gefressen auf dem Weg dorthin. Na klasse. Haben müssen, habe ich aber nicht. Stehen richtig beschissen, ist das euch klar? Rechts und links, nee, kriegen wir nicht mehr, vergiss es. Zwei gegen einen. Wir müssen es nur neutral kriegen. Zack, reicht. Ist egal. Interessiert keinen mehr. Dauert zu lange, kriegt er nicht mehr hin. C3 ist nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt hier erstmal wieder O wieder bekommen. Truppen sind anwesend. Jetzt hatte ich mal wieder ein bisschen Glück auf meiner Seite. Überlebe ich nicht. Wenn nichts mehr geht, aber wenigstens ihm noch eins auf Getriebe geben. Ja, die stehen da mit 10 Panzern oder so, das ist. Kommst du nicht mal ran. Wenn er hier unten lang geht, bin ich am Arsch. Muss den ganzen Weg außen drum rumgehen und das ist richtig beschissen. Wenn mich hier keiner hört, dann sind die alle taub. APC ist kaputt, sehr schön. Ich sag ja, heute wissen alle Panzerfahrer, wo was ist. Sie drehen sich immer in die exakt richtige Richtung um. Kein Problem für die Leute. Alle wissen, von wo wer kommt. Kein Problem. Zack, natürlich. Es wird halt, es ist einfach Wahnsinn. Der Gegner ist einfach immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort heute. Ja. Also Krieg können wir einfach nicht mehr spielen. Tut mir leid. Das ist mir einfach zu auffällig, dass der Gegner immer genau weiß, was abgeht. Und das können wir einfach im Krieg nicht bringen. Wenn die Gegner dann nachjoinen und da einer ansagt, wo wer langläuft. Das können wir einfach nicht machen. Es ist einfach zu viel. Es ist zu auffällig, weil du kannst nicht immer Glück haben. Du kannst nicht immer wissen, wo der Gegner kommt. Das kann nicht. Das ist einfach stur. Ne? 99% weiß der Gegner. Ich komme von hier, ich komme von da, kein Problem. Es wird da geschossen, wird hier geschossen, kein Problem. Panzer zielen alle, ne? Gegner kommt von rechts. Das sind die eigenen Leute. Achso. Das ist ein bisschen hart. Standardecke. Lass mich raten, er hat mehr Zeit zum Campen. Richtig beschissen.
Der war gut, der war echt nicht schlecht. Warum haben wir eigentlich nie Panzer? Warum haben wir nie Panzer? Wir haben nie Panzer. Ja, einfach mal auch einen Heavy Tank haben, weil die anderen sind ja schon im Vorhang. Die haben ja schon alles da. Wenn du schon weißt, wo alles steht, ist ja nur kein Ding mit dem Lux. Kriege ich auch einen Tiger mit Blatt. Wie kann man nur so viel Lack haben? Springen, 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 springen. Daneben geworfen. Und daneben geworfen und das war's. Ich habe einmal getroffen, nicht schlecht. Da komme ich nicht durch, vergiss es. Einfach keinen Schaden mit der Thompson. Irgendjemand wird jetzt gleich kommen und mich erschießen. Gut, campen. Stur in der Ecke sitzen. Wenn ich das Ding jetzt cappe. Erstens dauert es ewig und zweitens bist du die beste Abschussposi ever. Wir sind da mit dem MG rum. Ja, es war klar. Zack. Genau im richtigen Moment. So, jetzt muss ich um die Ecke rumkommen und hoffen, dass da keiner steht. Hat Hollywoodchen einmal zu viel geschossen und stand wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. So. War ja klar. Genau zu sehen, wo ich bin. Ich stehe an der beschissensten Stelle ever. Woher haben wir denn jetzt einen Panzer? War ja klar. Kein Problem. Jetzt wird mich der Panzer abknallen. Wenn ich den jetzt nicht schnell genug erschossen bekomme, habe ich ein Problem. 14 Schuss. Theoretisch von hinten. Also von links. Ne, der tappelt noch rechts. Jetzt kommt er links. Reicht aus, unentschieden ist gut. 14 Schuss, da muss ich sowieso auf Nummer sicher gehen. Gut, was ist denn jetzt hier mit Panzern? Wieso hatten wir denn jetzt hier gerade einen Panzer? Ich habe doch gerade einen gehört. Ich muss einfach am Punkt bleiben. Ja, toll. Ich habe wieder alle Zeit der Welt und kann auf mich schießen.
so großartig umherturnen. Und zack, weggesnipert, einmal rüber geguckt. Jetzt halt, bis die Zielline soweit ist. Ankommen lassen. Oh, und Lucky Headshot. Natürlich, erster Schuss, Kopfschuss. Es ist einfach wieder herrlich. Ach Mann, ey, es ist heute wieder. Ja, vergiss es, vergiss es. Der Gegner weiß immer alles. Weißt du, selbst wenn du gegen Full-Clan-Leute spielst, ne? Die wissen auch nicht, wo jeder steht. Das ist heute einfach mir zu viel. Tut mir leid. Da wird sich natürlich dann über jedes bisschen aufgeregt. Weil es einfach ein Witz ist. Dass egal was passiert. So leicht wird das nichts. So leicht kriegt er es nicht. Vorne rankommen. Vorne zustellen. Hier hinkommen, haben wir eine Chance. Natürlich stehst du schon da und siehst mich. Da will ich nicht stehen. Gegen 4. Stärkung kommt, noch haben sie hier den Winkel nicht eingenommen. Solange ich hier stehe, kommt ihr hier nicht durch. Aus und jetzt muss ich hier ran. Ich kann die Waffe nicht. Das Problem ist jetzt, der Gegner kommt eigentlich von da. Ich
Ich muss mir jetzt darauf verlassen, dass ich jetzt Deckung kriege. Ich muss jetzt hier liegen bleiben. Ich stehe mit Charlie. Genau hier. Einer von links kommt. Mir geht's gut, danke. Wir halten jetzt hier die Stellung. Ich hab gedacht, er geht weiter. Ich wollte gar nicht, ich war schon auf dem Weg zurück, aber ist egal. Oh, ich schieß scheiße. Ja, MG gewinnt. Auf der Distanz gewinnt MG immer. Hätte ich vorher zielen müssen. Hätte ich schon vorher da sitzen müssen. Marien nass. Wo kommt ihr denn jetzt? Ja, wie? Du willst mir jetzt sagen, ihr habt da ganz, ganz hinten einen APC aufgebaut und kommt damit sogar noch durch. Das ist immer der Witz. Es kümmert sich auch keiner. Ich werde von hinten beschossen. Das ist immer ein Witz. Warum schießt keiner auf Obers? Danke. So, zack. Alle mal hinlegen, genau. Das 7-1, der Punkt gehört uns. Jetzt bist du aufgefallen. Selbst wenn du den noch erschießt, kriegst du den anderen nicht. Ich komm hier einfach nicht raus. Ich muss ganz außen rumgehen. Wieder rechts einer. Aufpasst, natürlich steht da einer und wartet. Es ist einfach immer geil. Ja, ist ja gut. Ich stehe jetzt hier und camp. Wo ist der zweite? Ja, das ist jetzt. Ich weiß ganz genau, das ist jetzt wieder zu lang der Weg. Er wird ja jetzt nicht. Ja, der Punkt fällt. Ist egal. Ich habe jetzt auch nicht mehr die Lust, hier eine Stunde gegen zu fighten. Heute ist einfach ja, wieder der Tag, wo der Gegner alles weiß. Oder wie auch immer. Wir werden es nicht gewinnen können. Da steht ein APC. Wäre jetzt gut, wenn sie es noch kaputt machen. Jetzt kriegen, könnten wir vielleicht nochmal drüber nachdenken über einen Push. Mit drei Leuten. Ja, ich kann F11 drücken. Obwohl, ich habe nicht mehr die Lust. Etwa ihr kriegt das jetzt ohne mich. Und wir gewinnen. Oder ihr kriegt es nicht. Dann verlieren wir.
Das war's. Reicht auch. Ich hätte jetzt da nochmal campen können, aber wozu? Ja? Ich meine, hier ging's. Hier haben sie dann einfach mal die zweimal Glück gehabt, wo er dann mit dem Panzer geguckt hat. Aber beim anderen Spiel war das abnormal, ne? Und deswegen. Ich weiß nicht, wenn das immer sowas mal rauskommt am Ende, wenn du dann Krieg gespielt hast. Ich spiele normal Krieg, irgendwo randommäßig mit reingejoint. Da passiert mir das nicht, ne? Und hier, ja. 1000 Mal.